Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier. Oh nein, nicht Eier. Riesen. Zu einem neuen Part von Banjo-Kazooie. Wir gehen heute wieder in den Winter. Es wird kalt. Aber wir werden endlich, nachdem wir jetzt im letzten Part den Herbst gerockt haben, also die letzte Note eingesammelt, werden wir jetzt einnehmen. Und wir werden jetzt versuchen, hier den Winter fertig zu rocken. Zumindest nicht so weit, wie wir kommen. Ich hoffe, dass es halt fertig ist dann. Und ja, wir werden jetzt erstmal den Baum hochklettern, weil ich habe schon gesehen im Pausemenü, wir haben nur noch 23 Federn. Ja, da nochmal kurz gecheckt. Also, für euch gecheckt. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt hier hochkommen, ohne zu sterben. So, man kann nämlich auch auf Kazooie. Okay, sehr gut. Da waren nur goldene Feathers. So, dann müssen wir jetzt den Slide Master wieder meistern. Den Master meistern. Ja, so sieht's aus. So, wir müssen nämlich zu Nebnard, denn der kleine Truggle beherbergt nämlich noch etwas, was wir ganz wichtig brauchen oder haben wollen vielmehr. So, ach, hier oben drauf müssen wir auch noch. Oh, da müssen wir sogar aufpassen, dass wir genug Federn dafür übrig haben. So, ich benutze mal Kazooie. Nicht, weil es schneller ist, sondern weil wir nicht rutschen. Ist ja Kazooies Special Ultra Ability of Doom. Nicht zu rutschen. So, dann hier hoch. Nein. Au. Ich bin ein Truggle und tu mir echt doll weh. Leider hilft mir das auch nicht, die verlorenen Honigfarben zu kriegen, die uns gerade fehlen. Leider ist das echt mies gelaufen und das ist echt doof. Okay, bei dem Beat kann ich nicht so wirklich mitsummen. Oder singen oder whatever. So. So, jetzt gehen wir hier entlang und wir gehen jetzt richtig nach oben hoch. Das war closed und leider keine closed Beta. Man sollte auch nicht aufs Handy gucken, nur weil es aufleuchtet. Ganz wichtig, Freunde, guckt nie aufs Handy, weil es aufleuchtet. Das ist nicht lustig. Okay, okay. First try. Und... Jawollo! So, wir haben es geschafft, wenn auch nur sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. So, und hier müsste uns... glaube ich... die letzte Honigwabe erwarten. Nehaha! Nehaha! Da ist er. So, das Gute ist, unten erwartet uns dann auch noch ein Honig... ein Bienenkasten. Wenn ich nicht so blöd wäre und das hier nicht packen würde. So, aber ich konnte mich immerhin schon mal dran erinnern, dass hier... WTF. Dass, wir hier hin müssen. Ich könnte jetzt noch probieren, das Ganze mit einem... Okay, der Slide-Jump bringt nichts. Ach so, okay. Gut. Und... richtig geil, wir haben es geschafft. Und damit haben wir alle Honigwaben des Spiels. Mann, ist doch cool, ey. Wir haben 8 Honigwaben. So. Das heißt, wir haben jetzt so ziemlich den Weg zu 100% des Spiels freigelegt. Ja, mehr gibt's hier auch nicht. Wir müssen jetzt noch einmal fliegen, um auf das Haus zu gelangen und die Noten da zu kriegen. Weil wir kommen ja sonst nicht anders darauf. Da hinten. So, dann müssen wir noch zu Irie. Dann haben wir... wie viele Puzzleteile haben wir jetzt? Ich sehe gerade nicht ganz durch. Uns fehlen jetzt noch 2 Puzzleteile. Und 8 Noten. So, ein Puzzleteil von Irie. Eins von... den Jinjos. Die wir, wo uns ja auch noch einer fehlt. So, vorsichtig, slow and steady.
So, und jetzt fliegen. Und da drin, hinten brauchen wir jetzt die Noten. Ich weiß noch nicht, wie wir da drauf landen sollen, weil ich glaube, wir können da nicht stehen. Doch, können wir. Okay, gut. Hier haben wir schon mal 4. Die letzten 4 sind dann also irgendwo oben beim Nest. Wir können da wirklich nicht stehen? Holy crap! Dann war das Glück? Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das heißt also, wir könnten durchaus in diesem Part jetzt noch das Ende des Levels erreichen, wenn ich nicht runterfalle und sterbe. Komm schon, please. Okay. So, wir müssen aber noch zu Irie. Leider. Zum Glück sind die Vögel Truggets hier endlich weg. Die gingen mir richtig auf meinen Sack. Das geht ja mal gar nicht klar. So, hier haben wir Nummer 2. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es so. Ich kriege jedes Mal einen halben Herzkasper, wenn ich das mache. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Wir haben ja schließlich 3 Honigwaben, die, ach nee, wir sind ja voll. Vergesst, was ich gesagt habe. Nur weil wir versuchen, müssen wir nicht trotzdem abstürzen. Mann, dieses Spiel zehrt echt an meinen Kräften, denn meine Nerven sind gar nicht mal so doll. Okay, ich komme auf diesen Beat nicht klar. Diesen ganz schnellen. Was ist denn das jetzt? Komm, wir wollen da neu zu Irie hin und uns dann noch die letzte Note schnappen. Mann, das ist doch mal voll geil. Dann haben wir endlich alle Level zu 100% geschafft. Mann, ist cool. Schau aus mir! Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Und so swing. Flup, 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 flup. Schwupp. Ich habe eine Belohnung. Oh, ausgekackt. Für dich, mein Freund. Hier ist sie. Geil. Code. Richtig cool. Wir haben ein ausgeschissenes Puzzleteil. So. Damit Nummer 9 und uns fehlt noch Nummer 10 und die letzten 2 Noten. Ich vergesse immer, dass man hier auf dem Schnee so schlittert. So, ganz wichtig, nämlich immer erst vorher anhalten und dann den Jump of Doom wagen, der uns gerade Fassung gebracht hätte. So, und die letzte Note. Ey, das sieht so cool immer aus. So. 100 Noten! Ab jetzt ist mir egal, wenn ich sterbe. Alle 100 Noten Applaus! Alle 100 Noten des Spiels, Alter! Okay, ich habe jetzt ein Problem. Ein sehr entscheidendes Problem. Wo ist der letzte Ginger?
Da ist er. Ich glaub's nicht. Er ist hinten in der Ecke. Und das ist das letzte Puzzleteil des gesamten Spiels. Ja. Oh, geil. Schön. Es waren jetzt, glaube ich, ungefähr 10 oder 11 Minuten suchen. Aber wir haben das ganze Spiel durch. Es ist soweit. Wir haben... Also, uns fehlt jetzt noch ein Puzzleteil. Stimmt, uns fehlt noch eins. Und zwar in Grundhildas Domizil. So 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Und hier fehlt uns noch genau ein Puzzleteil. Wir haben auch alle Honigwaben. Ja, 900 Noten, 99 Puzzleteile und 24 Honigwaben. So, Freunde, wir holen uns jetzt noch das letzte Puzzleteil, das muss sein. Ist mir egal, dass der Part jetzt länger geht. Wir müssen nämlich schließlich jetzt dann noch im nächsten Part anschließend, alle Brenthildas abklappern. Also, ich nehme alle mit, die ich sehe, und schreibe mir das auf dem Notizblock auf. Bei der nächsten Banjo-Aufnahme. Und, yo, ich freue mich drauf. Das wird so cool. Oh, endlich das Spiel dann durch. Es ist irgendwie schade. Das habe ich auch schon einer Kollegin gesagt. Es ist echt schade, dass das Spiel schon fast zu Ende ist. Aber es ist ja nicht so, dass ich einen Mangel an Spielen habe. Es ist nur schade um das Spiel, weil es so schön ist. Ich habe die Zeit echt genossen. Aber mein Fazit kommt natürlich erst, wenn das Spiel zu Ende ist. So, jetzt geht's ab zu Mambo, dem kleinen Django. So, denn der Mambo Jumbo Master of Disaster. Ey, da hinten in der Ecke, ich hab echt... Wir haben es schon mehrmals gesehen und wir haben ihn immer ignoriert. Glaube ich ja nicht. So. Stinkstiefel, jetzt zeig uns die letzte Ultra-Verwandlung. Komm schon. Please. Die Chance ist so gering. Na, verdammt. Irgendwann, Freunde, irgendwann werde ich es mal machen. Wahrscheinlich am Wochenende und dann zeige ich beim Talk zum Sonntag. Oder einfach in der letzten Banjo-Kazooie-Folge dann. So. Jetzt sind wir echt bereit, das letzte Puzzleteil zu holen. So. Auf geht's. Wir sind bereit. Wir holen uns jetzt das letzte Puzzleteil, Freunde. Es ist soweit. So, Biene Banjo ist bereit, 100% des gesamten Spiels zu holen. So. Die Bestleistung dieser Welt beträgt nun 100 Noten. Das wissen wir schon, Bottles. Das sagst du ja mehrmals. Da! So, da oben ist es. So. Seid ihr bereit, Freunde? Seid ihr bereit für das absolute Ultimatum? Da-da. Wir haben es geschafft, Mann. Das 100% Banjo-Kazooie. So, Freunde. Ich liebe diesen Sprung, weil es so schön hoch ist. Ja, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Hier müsste es nur rausgehen, oder? Ne, hier geht's dahin, wo wir hin müssen. Oh, Magie gleich alle. Sauber, alle. So. Ich bin mal gespannt, ob mir alle Brenthildas noch einfallen. Das wird auf jeden Fall sehr cool. So. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Im nächsten Part suchen wir die Brenthildas und bis dahin, peace out the Raccoon Style Play. Ciao!